Willkommen zurück an der Front. Wir befinden uns in Caracas, sollen Victor Ramos finden, einen altbekannten Freund von Rock. Und um Rock zu finden, müssen wir halt nun mal mit ihm sprechen. Also legen wir los. Seine Maske zu verwehren. Ist hier abgefahren. Falsches Ziel. Empfange Verbindung. Negativ. Ist ja lustig, ey. Sind bestimmt die Hersteller des Spiels. Also die Gesichter. Negativ. Empfange Daten. Falsches Ziel. Negativ. Warte, bis du ihn von vorn siehst. Ziel bestätigt. Die Mission beginnt. Yeah! Bestätigt, Scarecrow 6-2 Ende. Das ist so geil, das Game. Voll die Terror-Action hier. Leute, wir wollen doch nur mit ihm reden. Was für ein Aufstand hier. Ui. Ja Leute, wo soll ich langlaufen? Auf mein Zeichen. Wem soll ich denn vorbei? Ja. Bin ich gut, Alter? Was macht der jetzt? Ach, die sülzen da nur rum. Was ist denn da in der Küche los? Gibt's nichts zu futtern? Okay, ausräuchern. Sicher. Und weiter. Ich finde das so abgefahren, wirklich. Ich freue mich wie so ein kleines Kind gerade hier. Ja, was soll ich denn jetzt machen?
Ah. Ich sollte mich verpissen, damit er da aufschneiden kann, oder was? Ja, wäre auch mal schön, wenn ich da raus könnte. Was soll ich jetzt hier machen? Habe ich eben schon gemacht und da hat er nachgeladen. Egal. Folge dir jetzt mal lieber. Sonst mach ich wieder alles kaputt. Wir werden erwischt. Virus starten. Ja, schneller geht's nicht. Scheiße, die kommen schon. Ach, Leckos Mios. Versteck dich in dem Wald. Wo soll ich mich verstecken? Ich weiß nicht wo. Ja, was soll ich machen? Ich hab nichts verstanden, was du da gesagt hast. Ich hab verstanden, ich soll mich in dem Stall verstecken. Hier sind aber weder Kühe noch Pferde. Egal, wir probieren es jetzt nochmal. Scheiß drauf. Die Stromversorgung ist ganz hinten. Los. Ich muss jetzt nochmal ganz genau hinhören. Ich habe die Kopfhörer auch nicht zu laut, deswegen. Hacken. Ich soll das Ding hacken? Ja, ich kann nicht zaubern. Bin ich Harry Potter? Versteck dich in dem Spalt. In dem Spalt. Ah, hier. In den Spalt. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Okay, vámonos. Gummo ist das, mein Freund. Oh. Hat er mich etwa gehört, oder was? Einklinken, weg hier! Die Lichter aus. Ja, warum habe ich noch das scheiß Ding in der Hand? Sehr schön. Ah, stimmt. Die Lichter sollte ich ja ausmachen. Und ausschalten. Sibbo, du bist mal wieder schwer vom Begriff, also wirklich. Machen es leise. Ach du Scheiße. Zack. Haha. Genatzt. Wir müssen die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann. Hab die Hauptaufzüge im Westen. Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten. Ja, ich folge dir ja schon. Ich geh mal lieber in Deckung. Erledigen. Erledigen.
Das heißt hier immer nur erledigen hier, erledigen da. Sibbo darf alles machen. Fünf Ziele. Ja, ey, sagst es immer so einfach. Oh Mann, ey, ja klar, ich war das nicht. Ich habe hier nicht den Krach veranstaltet. Er war das. Er hat Schuld. Se ven más arrechos sin luz. ¡Eva! La cerveza se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor orden que me han dado hoy. Wo ist denn jetzt mein Partner hier? ¿Qué coño está pasando? ¿Quién apagó la luz? ¿Qué pasa? ¡Por allá, por allá! Ha! Ist ja abgefahren. Das ist ja richtig verwirrend für die. Aber für mich gerade auch, ehrlich gesagt. Ich krieg hier gerade die Krise. Oh, ich mach das mal wieder aus, ey. Krieg ich ja gleich epileptische Anfälle hier. Ist ja wie in Japan da, in diesen komischen Bars, wo diese ganzen Roboter tanzen und überall kommt dieses flackernde Licht. Ja, mach du mal. Ich bin eh der Arsch vom Dienst hier. Schalt den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Ja, wo denn? Da ist eine Waffe. Da ist auch eine Waffe. Da sind überall Waffen. 1.385.000 Waffen. Ach, da war es doch gerade. Ja, ich mach ja schon. Ach du Scheiße, Mann. La Posizione. Ja. Aber das kann man mir hier auch gar nicht übel nehmen, ja? Ich spiele das immerhin auch blind. Bin auch nicht so geübt da drinne. Und ich finde schon, dass ich das einigermaßen okay mache, ja? Okay, ich halte zwar vielleicht nicht so die Deckung, ne? Aber das macht das Ganze doch gerade spannend. Ziele ausgeschaltet. Gib mir deine Ladung, ich sichere den Ausgang. An den Seilen einklinken. Schnapp dir dein Seil. Bewegung. Ja. Ich schnapp es mir schon. Ich will bestimmt nicht hier bleiben. Oh, wow, 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 wow. Ah. Habe ich wieder meinen eigenen Freund angeballert hier. Mann, was soll ich machen jetzt? Ah. Verfluchten Schweine, geh weg da. Ich will bestimmt nicht, dass die auf mich fallen. Drücke A, um abzuseilen. Ja, ich mach schon. Ich seile mich ja ab. Ihr verfluchten Schweine. Ja. Weiter runter. Boah.
Siesta-Time. Boah, jetzt reicht's aber hier. Friss das. Sacre bleu. Oh, das war ja gar nicht Spanisch, das ist ja wieder Französisch. Ach, von mir einer. Mann, wirklich. Sibbo, du Kameradenschwein. Immer ich. Immer der Sibbo. Ja, ich halte nicht an. Ihr haltet hier an, ja? Ah. Oh. Oh Mann, ey. Ich lasse nicht nach. Jetzt reicht's mir. Jetzt laufe ich amok. Ich schwör's euch. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Komm her. Alter Falter. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen hier. Lasst meine Leute in Ruhe. Oh, jetzt reicht's mir aber hier. Oh, da stehst du wieder auf? Habe ich dir erlaubt aufzustehen? Nein, bleib liegen. Oh, lass sie in Ruhe. Verflucht nochmal. Nicht hier. Hash. Ich hab ihn. Er wusste von euch. Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hash. Du hast 5 Sekunden, um uns Rocks Position zu verraten. Er ist nicht hier. Seine Position ist da drin, in einer verschlüsselten Datei. So. Wenn das mal nicht der lebende Tote ist. Rock. Ich wusste, er würde den Brotkrumen fallen. Du Mistgeil wolltest meinen Vater töten! Hash! Die Söhne von Elias Walker. Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen. Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin. Nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor 10 Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Nacht an lebt Elias mit dem Wissen, seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Das war eine Falle. Raus hier! Raus hier! Aber wo? Flucht nochmal! Ja, klar. Ich krieg's hier mal wieder ab. Komm, lauf doch mal! Ich renne vor. Von wo aus? Von hier. Ja, ich muss hier immer warten, bis die Türen geöffnet werden. Oder wie, kann man die auch selber öffnen? Ich weiß das gar nicht. Aber irgendwie macht er das nicht. Oh. Ja, was soll ich machen? Ach du heilige Scheiße! Flucht nochmal, lasst mich alle in Ruhe! Alter Falter hier! Oh nee, ey! Ich bin aber kein Spider-Man, Leute! Ah! Yeah! Und das Ganze ohne zu sterben. Ramos' Laptop ist schwer beschädigt, aber Norad konnte was finden. Rock, er ist alle 12 Stunden in Bewegung. Aber für die nächsten 12 kennen wir seine Position. Ein schwimmender Industriekomplex im Golf, besetzt von der Föderation. Sie nennen ihn den Freihafen. Es war Norads Fund und sie wollen ihn lebendig. Ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spectre aus. Es wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist.
Outlaw 1-1, bitte 2 Minuten da. Verstanden, 1-1. Nicht vergessen, es geht hier um wichtige Informationen. Das Infiltrationsteam schützen, bis wir unsere Jungs absetzen können. Bestätigt, 5-0. Laser aktiv. Sensoren zielen nach 077. Brauchen wir Angriffserlaubnis? Ich prüfe das gerade. Bitte warten. 10 Sekunden. Wir müssen auf diese Typen feuern können. Steuere ich jetzt das ganze Ding, oder was? 5-0. Wollen Sie 30 mm oder Raketen? Anscheinend schon. Alles, was Sie haben. Verstanden. Alles, was explodiert. 30er ein. Gut, Jungs. Suchen wir uns etwas Streit. Heilige Scheiße, das sind viele Ziele. Diese Maschinengewehre da unten. Oh, was mache ich denn da? Mache ich das mit dem Fliegen? Verstanden. Bestätige Schornsteine. 1-1. Zeichnen Sie das alles auf oder greifen Sie Ziele an? 1-1 greift wieder an. Noch mehr Ziele auf den Dächern. 1-1. Wir haben Feindbeschuss vom Gebäude im Westen. Zwischen den Straßen. 1-0. Greift das Gebäude an. Greifen das Gebäude an. Feindliche Flieger bei den Schornsteinen. Welches Gebäude? Flieger in der Nähe der Schornsteine. Ah, da sind sie. Ich sehe sie. Setze Angriff fort. 1-1, 1-0. Ich dreh kurz ab und mache ein wenig Platz. 1-0 hat keine 30er mehr. Mache dich für Raketenabschuss bereit. Verstanden, 1-0. Mann, ja. Ich kümmere mich ja schon um meine Ziele. Da ist noch immer feindlich. Oh, oh, oh. Das war ja bei mir klar. Ich mache hier gleich mal wieder den Flattermann. Und alle anderen. Ja. Warnung, Warnung. Mann, ja, ich weiß das doch. Ja, ja. Und mal wieder getroffen. Ey, ihr Arschkekse, lasst mich mal alle in Ruhe. Attackieren nur mich hier, oder was? Mein Gott, kann man das Piepen nicht abstellen? Scheiß auf die Warnhinweise. Ich werde eh sehen, ob es ein Fehler war. Spätestens dann, wenn ich tot bin. Also von daher ist mir das alles scheißegal. Feinderfassung. Mann, 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 ey, wie viel denn noch? Oh, 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 oh. Ja. Ich mach ja schon hier. Tut mir leid, dass ich nicht in der Armee wäre und das gelernt habe, ja? Also wirklich. Jetzt macht mir das bitte hier nicht auch noch zum Vorwurf. Ich bin halt nur ein 0815 Mensch, der auch mal bei Lidl einkaufen geht. Tut mir leid. Ey. Wo sind denn jetzt die Scheiß... Oh, ich werde jetzt erstmal weiterfliegen hier. Ist ja schlimm. Gleich für alles eingespannt. Ja, wo sind jetzt die Ziele, hä? Setze Rakete ein. Verflucht nochmal. Überall sind immer diese scheiß gelben Pfeile, aber sehen tue ich hier irgendwie gar nichts. Wahrscheinlich, weil ich direkt da drunter bin. Da sind sie doch. Ja, ja, piep, piep, piep. Mein Handy macht das auch immer. Stirb. Kann man doch für alles das gleiche Piepen benutzen? Muss man doch nicht so verschiedene Pieptöne machen, ja? Gefahr ist Gefahr. Scheißegal, woher sie kommt. Ach, und mal wieder eine schöne Rakete.
Ja. Wo ist denn jetzt der Spasti? Mal ganz im Ernst, ey. Wenn ich jetzt wegen einem verkackten Ding sterbe, ne, dann werde ich echt wütend hier. Ziel erfasst, Ziel erfasst. Ja, dann mach mal jetzt hier. Ich habe keinen Bock, hier jahrzehntelang rumzuflattern. Warum stehe ich jetzt hier zwischen? Mann, Mann, das, ey, das ist wieder was, was mich völlig abnervt hier. Ganz ehrlich, tut mir leid, Leute, aber geht leider nicht anders bei mir jetzt gerade. Mann, Mann, Mann. Ich werde doch nicht wegen diesen puppligen Mannequitten da unten gleich so einen Stress machen. Oh Mann, ey. Jetzt reicht's aber. Rakete gefeuert. Verrecke. Verflucht nochmal hier. Rakete gefeuert. Was willst du von mir, Alter? Ja. Ist eigentlich ganz einfach, aber wenn die Ziele dann doch irgendwo unter einem sind und man ständig da hin und her flattern muss, das nervt schon abgöttisch. Ja, ich schalte hier alles jetzt aus, so. Ich bin der Kammerjäger für euch. Sag mal, sterbt. Ja, ich weiß. Auto 2-1, der Weg ist frei. Wir geben Ihnen Deckung. Meine Güte, du. Was denn noch alles hier? Da beziehen mehrere feindliche Ziele Stellung unter uns. Genau unter uns. Verstanden, Absicht. Die Nordseite des Gebäudes angreifen. Die Nordseite. Angriff auf diese aktiven Ziele konzentrieren. Ja, ja, mach ich doch. Ziele in der Umgebung angegriffen. Haben einige erwischt, aber ein paar sind aktiv. Okay, verstanden. Drehe wieder um. Mein Gott, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, wo sind denn da die verkackten Markierungen, Mann? Das nervt wieder. Da oben vielleicht irgendwo. Da drumrum hier. Ja, ja. Piep, 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 piep. Ich mach auch gleich piep. Danke für die Hilfe, 1-1. Eure Rakete. Ghost Team ist abgesetzt. Wiederhole. Ghost Team ist am Boden und in Bewegung. Outlaw 2-1 wechselt in Halteposition. Verstanden. Scanne weiter nach Ziel. Oh Mann. Verrecke! Scheiß Schweine hier! Ihr könnt mich mal kreuzweise! Verreckt! Ziele 8 Uhr! Im Freischussfeld! Meine Güte, du. Oh Mann, ey. Ich denke immer, das sind daher Freunde von mir. Ich weiß, man erkennt die an diesen blauen Schriften und so, aber jetzt reicht's hier. Frisst das. So.
geht die ganze Sache von hinten. Ganz einfach. Angriffe von hinten sind doch die schmerzhaftesten. Mein Gott, ja, guck mal wieder rein. Komm, komm, komm. Korinthenkacker hier. Ja, könnt ihr auch mal kommen? Americo? Americo? Ich zeig dir mal gleich, was hier Americo ist. Ständig hier alles. Amokläufer hier. Ja. Oh. Keine Ende hier. Hat überhaupt kein Ende, der Scheiß. Ihr werdet alle sterben. Ja, schon. Na, wo seid ihr denn? Immer Ziel voraus, doch überall. Ich ziele von 1 bis 12, ey. Überall, sie sind überall. Überall sind sie. Schön die Knie zerschießen. Auch mal was Feines. Ja, ihr müsst auch mal vorankommen hier. Kommt, 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 kommt. Meine Güte, du. Hört mal hier auf damit. Sag mal, würdest du mal langsam mal sterben hier? Verflucht doch mal. So geht das. Mann, ey.
Ah, verflucht nochmal. Was machst du? Mann, Zippo, was machst du? Ja, kommt! Was ist mit meiner Granate hier? War das ein Blindgänger oder was? Verfluchter Sack, renn ja nicht weg hier. Du hast hier den Tod wirklich verdient. Mann. Er ist hinter diesen Türen! Ja, kommt doch mal. Wollt ihr nochmal aufs Klo, bevor wir weitergehen? Los! Dann eben nicht. Ihr wisst, wie man richtig auftritt. Schnauze! Den Boden, du Adderlacker! Zum Evakuierungspunkt. Scarecrow, hier ist 6-1. Wir haben ihn. Verstanden. Outlaw bringt euch zum Treffpunkt. Wir müssen in 30 Minuten weg sein. Es gibt alte Stämme tief im Amazonas, die die Kunst der Folter jahrhundertelang perfektioniert haben. Die Föderation hat dieses Erbe angenommen und mit moderneren Methoden verfeinert. Sie sperrten Rourke monatelang in ein Loch und ernährten ihn mit einem Brei aus exotischen Pflanzengiften. So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinen Verstand zu schaffen. Danach nahmen sie sich seine Seele vor. Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen. Der Prozess war qualvoll und präzise. Rourke war nun ihr Ghost geworden. Die perfekte Waffe gegen uns. Das reicht. Was haben sie mit dir gemacht? Dasselbe wie du auch. Mich freigelassen. Du hast es mir vor langer Zeit beigebracht. Ghosts brechen nicht. Nun, ich frage dich jetzt noch ein einziges Mal. Jeder bricht, Elias. Frag doch mal deinen Freund Ajax. Er ist ja nicht mehr unter uns. Nimm seinen Stuhl! Nimm seinen Stuhl! Bring den Bastard her! So endet es also, Elias? Du wirfst mich aus diesem Flugzeug? Du wirst mir jetzt alles, aber auch alles über die Ausgrabung in San Diego sagen. Was? Wirst du mich fallen, Lieutenant? Wieder? Antworte mir, Rourke. Denkst du wirklich, du kannst mich brechen, Elias? Na los doch! Komm schon, hier bin ich! Logan, bring ihn zu mir. Es ist vorbei, Rourke! Du bist besiegt! Niemand hat mich besiegt, Elias! Du hast mir meinen Job gerade immens erleichtert!
Ja, liebe Leute, und ich würde sagen, an dieser Stelle ist dann auch wieder Schluss. Es ist ja echt krass, ja. Jetzt haben wir diesen Arsch echt festgenagelt und jetzt ist er uns doch entkommen. Das ist eine richtige Sau, du. Aber das war eh bestimmt alles geplant. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls Hammer, 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 fette Szene. Hammer, fettes Kapitel. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.